Guten Morgen Deutschland, Moderatorin Jenny Kneble, Nachwuchs. Die Kleine hält mich ganz schön auf Trab. Ein Drittel Jennifer Kneble und ihr Ehemann Felix Möse haben Nachwuchs bekommen. Zwei Drittel die Guten Morgen Deutschland Moderatorin, zeigten nun allen stolz ihr großes Glück. Drei Drittel die Kleine hält mich ganz schön auf Trab, schwärmte sie. Ein Drittel Jennifer Kneble und ihr Ehemann Felix Möse haben Nachwuchs bekommen. Süße Nachrichten. Guten Morgen Deutschland Moderatorin Jennifer Kneble, 39, hat Familienzuwachs bekommen und teilte jetzt die frohe Botschaft mit ihren Fans. Wir haben keine Augen mehr für irgendwen anders. Jennifer Kneble und ihr Mann Felix Möse, 39, haben Nachwuchs bekommen. Doch die Blondine war nicht etwa schwanger, sondern hat sich ein Haustier angeschafft. Damit ist für die RTL-Schönheit ein Traum in Erfüllung gegangen. Die französische Bulldogge Wilma hat ihr Herz im Sturm erobert. Sagte Jenny im RTL-Interview, als sie ihre neues Familienmitglied liebkoste. So die 39-Jährige. Eigener Instagram-Account für Hundedame Wilma auf Instagram zeigte die Moderatorin nun stolz ihren Nachwuchs. Schrieb Jenny unter ein Video, das den Moment zeigt, in dem sie ihren Hund zum ersten Mal in den Armen hält. Die Schönheit hat für die knuddelige Bulldogge sogar einen eigenen Instagram-Account errichtet, auf dem bereits ein erstes Foto von Wilma zu sehen ist. Wie süß!